Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video geht es um einen Try-on-Haul bzw. eine First Impression von Produkten, die gerade neu bei mir eingetroffen sind. Ich habe hier einiges da. Dann fangen wir als erstes an mit einem sozusagen Primer. Das ist kein neues Produkt auf dem Markt. Der war mal sehr gehypt. Das ist der Sisley Double Tenseur Toner. Der ist, ja, ich weiß gar nicht, schon Jahre auf dem Markt und wie gesagt, der war mal ziemlich in und sehr gehypt. Ich habe mir den nie bestellt. Ich weiß gar nicht, was mich jetzt dazu bewogen hat. Wahrscheinlich, weil es bei Sephora 25% auf Pflege gab und der zählt unter Pflege. Und da habe ich mir den mitgenommen. Der kostet nämlich ansonsten 143,45 €. Also würde ich mir zum Normalpreis, glaube ich, nicht kaufen. Hat eine Haltbarkeit von 12 Monaten, sind 30 Milliliter enthalten. Ich probiere den mal aus. Ich werde da wahrscheinlich nicht so viel zu sagen können, weil das sind ja so Produkte, die muss man ein bisschen länger testen. Kommt in so ein Pumpfläschchen. Jetzt gucken wir mal. Oh, da kommt auch sofort was. Man muss gar nicht pumpen. Okay, der sieht so aus. Das ist so eine, ja, ziemlich flüssige, bisschen gelartige Textur. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt so viel gebraucht hätte. Tragen wir den einfach mal. Da verschwenden wir nichts. Mit den Fingern aufs ganze Gesicht auf. Ja, der ist ein bisschen klebrig, fühlt er sich jetzt an. Also wie gesagt, das ist eher so eine gelartige Textur. Der soll ein Gel mit zweiter Hauteffekt und doppelter Wirkung, Sofortwirkung an der Hautoberfläche und langfristige Tiefenwirkung. Also soll sofort liften und naja, dann auch über die Zeit eben was Gutes für die Haut tun. Mal gucken. Also viele sagen, er steht auch mit dabei. Das Gesicht ist augenblicklich gestützt und die Gesichtszüge wirken gestrafft. Das weiß ich jetzt nicht. Was es natürlich hat, dadurch, dass es so ein bisschen, obwohl es sehr flüssig ist, fühlt sich so ein bisschen fest an auf der Haut, auch so beim Verteilen. Und dieses Gelartige, ja, das gibt einem schon den Eindruck von Straffung oder dass es halt auf jeden Fall so ein bisschen anzieht. Ich weiß nicht, entscheidet selbst, ob man da jetzt was sieht. Ich kann da jetzt nichts direkt erkennen, dass ich jetzt sage, okay, alle meine Falten wären weg. Aber gut, ich war einfach zu neugierig. Ich kann da gerne mal Feedback geben, wenn ich den länger probiert habe. Wenn das interessiert, lasst es mich einfach gerne wissen. Kommen wir zu dem nächsten Produkt und zwar von NARS. Ich habe gar nicht so viel von NARS, aber das hat mich jetzt irgendwie angesprochen. Das ist der Pure Radiant Tinted Moisturizer. Der hat 50 Milliliter enthalten und der sieht so aus, hat ein SPF von 30, wobei ich da immer empfehle, ich bin der totale Verfechter von Sonnenschutzcreme. Ich trage die immer auf, jeden Morgen und ja, finde es ganz gut, wenn nochmal was dabei ist, was Sonnenschutz enthalten hat. Aber um wirklich auf einen SPF von 30 zu kommen, müsste ich viel zu viel von dem Produkt auftragen, dass ich auch den Schutz habe. Also ich verlasse mich nicht auf solche Produkte, sondern finde es halt nicht schlecht, wenn es einfach nochmal mit dabei ist. Ich habe den bei Douglas bestellt. Der hat gekostet 39,99 €. Die hatten gerade so eine 15% oder was habe ich drauf bekommen. Ich denke, bei Douglas gibt es ja immer irgendwie was. Da habe ich mir den gekauft. Ich habe den in der Farbe Grönland Light 3. Dann gebe ich mir den mal hier hin. Das kommt in so einer Tube. Das ist eigentlich für einen Tinted Moisturizer. Der sieht so aus. Der könnte fast schon wieder ein Ticken zu dunkel sein. Jetzt im Moment, ich habe immer irgendwie, glaube ich, Wunschvorstellungen. So, ich trage mir den einfach mal am besten vielleicht mal auf einer Hälfte auf. Normalerweise würde ich bei so Tinted Moisturizer nehme ich immer gerne einfach die Finger. Das ist mir jetzt aber hier, habe ich kein Waschbecken. Ich nehme mal meinen Pinsel auf der Seite. Ja, also der ist mir ein bisschen zu dunkel. Gebt die Hoffnung nicht auf, dass wir dieses Jahr vielleicht ein bisschen mehr raus und in die Sonne können. So sieht jetzt eine leichte Schicht aus. Mit dem Pinsel aufgetragen, das ist ohne. Da kommen meine Rötungen noch sehr deutlich hervor. Hier sind sie auch da, aber doch abgemildert. Das ist insgesamt, glaube ich, so ein bisschen ausgeglichen. Fühlt sich sehr gut an, fühlt sich sehr dünn an.
Also ist auch gar nicht klebrig jetzt. Und ja, wie gesagt, hier sieht man noch ein bisschen was von meinen Rötungen durch. Ich bin aber ja eher so das Team Light. Deswegen macht mir das nichts auf. Ich trage mir den jetzt nochmal auf der anderen Seite auf. Ich habe jetzt das, was ich auf dem Handrücken hatte, auch völlig verbraucht. Ich habe aber jetzt auch einen Naturhaarpinsel verwendet. Der schluckt ein bisschen. Wenn ich gehe jetzt auf der anderen Seite mal mit einem Sponge rein. Der schluckt ja auch immer ein bisschen. Mal gucken. So, das ist jetzt die Seite mit dem Schwamm. Da muss ich sagen, habe ich bei der Seite ein bisschen mehr Deckkraft als hier. Da sieht es insgesamt noch ein bisschen heller aus. Ich versuche jetzt hier an den Stellen das nochmal ein bisschen aufzubauen. Ich meine, das ist ein Tinted Moisturizer, der wird sich das in Grenzen halten. Ich finde jetzt hier die Deckkraft, also tatsächlich selbst mit dem Naturhaarpinsel, besser als mit dem Schwamm. Und ich glaube, die beste Deckkraft, das können wir ja jetzt auch noch mal schnell testen, wird man vielleicht mit den Fingern hinbekommen. Das ist immer so meine bevorzugte Wahl bei Tinted Moisturizern. Und dann sieht der so aus. Das gefällt mir ganz gut. Wie gesagt, das ist mein erstes Complexion, also Foundation-Produkt von NARS, was ich habe, bin aber da jetzt erstmal positiv überrascht. Ich meine, ist eine leichte Deckkraft. Ich weiß jetzt halt auch nicht, weil ich den Super Wonder Primer drunter habe, ob der das natürlich alles so toll macht. Das probiere ich die nächsten Tage einfach nochmal aus und kann da gerne was in die Kommentare schreiben, wenn da mein Eindruck sich irgendwie ändert. Setzt sich nirgends ab, ist halt leichte Deckkraft. Da hat man die Probleme mit dem Absetzen oftmals nicht, aber es kann schon, die können trotzdem sehr trocken aussehen. Also das heißt nicht nur, weil es so ein Tinted Version ist von eigentlich einer Gesichtscreme, ja, dass es dann immer gut ist. Das ist auch nicht so. Da habe ich auch schon schlechte. Aber der macht einen sehr guten Eindruck. Als nächstes habe ich von By Terry den Hyaluronic Hydra Concealer. Das hat mich natürlich angesprochen, weil Feuchtigkeit unterm Auge, gerade wenn die ersten Fältchen auftauchen, ist ja nie schlecht. Den habe ich bei Niche Beauty gekauft. Für 38 Euro gab es den da. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Douglas hat den bestimmt auch. Ich habe mir zwei Farben mitgenommen und weiß eigentlich gar nicht warum. Ich glaube, ich wollte auswählen und habe es dann bestellt, ohne einen rauszunehmen. Und zwar einmal die Farbe 100 Fair und die Farbe 300 Medium Fair. Also das soll ein pflegender Concealer sein mit Hyaluronsäure und Rooskastanienextrakt, mindert Augenringe und spendet Feuchtigkeit perfekt für die Augenpartie. Erhältlich in 6 Farben. Und dann gucken wir mal. Ich gehe als erstes mal in die Farbe Medium Fair. Der sieht so aus. Der hat hier vorne so einen Pinsel und hier unten drückt man. Oh, der wird zu dunkel sein. Jetzt gucken wir mal. Oh ja. Der ist so wie die Foundation. Was man sagen, ich habe jetzt da einmal drauf gedrückt, den vorher noch nie geöffnet und ich hatte sofort Produkt und sofort richtig viel Produkt. Also da kann ich jetzt schon sagen, da muss man aufpassen mit dem Drücken, sonst verschwendet man da. Dann probieren wir nochmal den Light. Ich swatch den, ja, einmal gedrückt und sofort kommt hier vorne so viel raus. Ich vielleicht. Das ist echt viel Produkt. So, jetzt haben wir einmal die Farbe Medium und einmal die Farbe Light. Ich tappe mir mal die Farbe Light hier hin. Die könnte jetzt tatsächlich sogar ein bisschen hell sein. Geh mal hier mit meinem Schwamm rein. Der fühlt sich auf jeden Fall sehr pflegend an, auch eher wie so eine Feuchtigkeitscreme. Ich denke, er hat so eine leichte Deckkraft. Ich habe jetzt auch nicht so viel genommen. Ich kann mal gucken. Ich baue mal noch ein bisschen auf. Das geht. Bei Concealer, finde ich, muss man eh aber immer so ein bisschen aufpassen. Wenn man die halt zu viel aufbaut, dann creased es ja meistens. Verblendet mir das ja immer hier bis oben hin. Macht erstmal einen sehr, sehr schönen Eindruck. Ich habe jetzt, also für meine Verhältnisse sogar ziemlich viel aufgetragen. Ja, ich sehe so ein bisschen, dass er hier, also dass man halt dann meine Fältchen mehr sieht. Aber ich habe keinen Concealer, wo das nicht passiert. Aber auch das Concealer bin ich vorsichtig. Da kann ich jetzt nicht sagen, ich finde ihn gut oder nicht gut,
weil die muss ich öfter testen, auch mit verschiedenen Unterlagen oder mal direkt auf der Haut, um die wirklich beurteilen zu können. Da hat sich meine Meinung auch bei einigen Concealern geändert. Jetzt habe ich hier von dem Dunklen noch so viel. Pack mal den hier so ein bisschen auf meine Rötungen. Mal schauen, was da passiert, weil das ist zu teuer, um dass ich das jetzt alles verschwende. Das macht gar keinen schlechten Eindruck, muss ich sagen, so auf der Haut. Das sieht ganz gut aus. Hier hatte ich jetzt sogar auch so ein bisschen das Gefühl, als wäre das so wie so ein bisschen Weichzeichner-Effekt. Ich glaube, ich kann den als Foundation benutzen. Aber zumindest, ich weiß nicht, bilde ich mir das jetzt ein? Das sieht so richtig, also ich habe das Gefühl, das sieht jetzt so ein bisschen weich gezeichnet aus. Also auch mehr noch als unterm Auge. Okay. Das werde ich weiter beobachten. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und dann behalte ich auch die dunklere Farbe, wenn die sich gut eignet. Ich habe ja viele so Tinted Moisturizer, wo ich dann gerade nur so an bestimmten Stellen nochmal aufbauen möchte. Und dann ist es halt ganz schön, wenn man einen Concealer hat, der da den Job macht. Und dafür, auf den ersten Blick, sieht das gut aus. Wie das jetzt hält, ich gucke es mir mal an. Also ich habe noch ein paar Stunden. Das darf heute so ein bisschen sitzen noch. Und dann kann ich da auf jeden Fall Feedback geben, wie sich das weiter verhalten hat. Puder habe ich kein neues. Ich nehme jetzt einfach hier mein Kosas Puder. Ich glaube, ich müsste gar nicht pudern. Also es fühlt sich alles nicht sehr klebrig an, aber das ist bei mir so Macht der Gewohnheit. Was ich aber neu habe, und zwar von Guerlain. Die haben einen neuen Terracotta Bronzer rausgebracht. Ich habe den direkt auf der Seite von Guerlain bestellt. Da kommt ja meiner Meinung nach jedes Jahr oder auch sogar mehrmals im Jahr so verschiedene Varianten raus. Von dem Terracotta Bronzer habe ich nämlich noch gar keinen. Ich hatte mal vor Jahren einen, aber den hatte ich irgendwann mal aussortiert. Das ist der Terracotta Bronzer Naturel, das natürliche Bräunungspuder mit 96% natürlichen Inhaltsstoffen. Ich habe die Farbe 2 Medium Cool. Den gibt es in mehreren Farben, cool, warm. Da wusste ich eigentlich gar nicht so genau, was ich da nehmen soll. Schauen wir es mal an. Der kostet 49 Euro auf der Seite von Guerlain. Ich kann jetzt wahrscheinlich, ja, ich riech schon, sagen, wenn man irgendwie nichts mit Duftstoffen zu tun haben will, sind alle Produkte von Guerlain nichts, weil die sind extrem parfümiert. Ich zum Beispiel liebe meine Meteoroids, das ist so ein All-Time-Favorite von mir und die riechen aber auch natürlich sehr. Den Geruch mag ich aber gerne und ich bin nicht empfindlich, was Geruchsstoffe angeht. Von außen, also das Packaging ist sehr, sehr schön. Jetzt hoffe ich, dass man das in der Kamera sehen kann. Das ist so oben Plastik und darunter ist dieses Zeichen. Das ist sehr, sehr schön gemacht. Da sind 10 Gramm enthalten. Made in France. So sieht der von innen aus. Hat einen Spiegel mit drin. Und das ist der typische Terracotta-Duft. Also da darf man nicht empfindlich sein. Das ist jetzt die Farbe Medium Cool. Ich swatch den mal. Der sieht gar nicht so cool aus. Ich glaube, die Terracotta Bronzer sind eh sowieso, also mehr in der warmen Richtung. Cool ist er für mich nicht. Vielleicht eher so neutral. Und die Duftnoten werden sogar beschrieben. Yang Yang und Orangenblüten. Ja, es riecht nach Parfum. Und der hat so ein, ja, so ein Satin-Finish auf jeden Fall. Das ist kein matter Bronzer. Den gibt es in 6 Nuancen und 3 Intensitäten. Hell, mittel, dunkel und je in 2 Tönen, rosa und gold. Jetzt steht bei mir Medium Cool. Das ist dann Rosé, würde ich mal sagen. Probieren wir das gute Stück doch mal aus. Ich nehme ja so einen altbekannten, fluffigen Pinsel. Der hat auch hier im Pfännchen, man sieht, ja, es sieht fast aus, als wären da so ein bisschen Goldpartikel drin. Weiß nicht, ob man es sehen kann. Auf der Hand kann ich die jetzt aber nicht erkennen. Ich merke halt nur, dass so ein bisschen Glanz da ist. Oh, kommt ordentlich Produkt runter. Ja, den darf man abklopfen. Und ist ziemlich warm. Obwohl das die kühle Variante ist. Da weiß ich jetzt dann gar nicht, wie die warme Variante aussieht. Das wundert mich jetzt so ein bisschen. Wenn ich jetzt auf den Bildern schaue, muss ich auch sagen, dass der 01 neutraler aussieht als der jetzt.
Aber das ist tatsächlich so ein Sommerbronzer für mich. So sieht der aufgetragen aus. Der ist mir, also für meine Präferenz ist mir der fast zu warm. Wie gesagt, jetzt im Sommer, wenn ich ein bisschen mehr Farbe bekomme, dann denke ich, geht's. Ansonsten, man sieht schon, ich habe, glaube ich, zu viel. Das ist eh, ich habe ja schon von Natur aus so viele Rötungen. Dann mag ich es immer nicht ganz so gerne mit so warmen Bronzern drüber zu gehen. Ich mag die lieber ein wenig neutraler oder dann halt wirklich in die kühlere Richtung. Aber meiner Meinung nach ist die Farbe nicht kühl, sondern warm. Ansonsten lässt er sich gut verteilen. Der ist super hoch pigmentiert. Also man muss ein bisschen aufpassen, gerade wenn man so ein helles Häutchen ist wie ich. Da ist er auch vielleicht fast ein Ticken zu dunkel. Da hätte ich gerne wahrscheinlich die hellere Farbe nehmen sollen. Das ist jetzt so mein Ding. Ansonsten merke ich jetzt auch nicht mehr viel von dem Duft, aber wie gesagt, ich bin da auch nicht empfindlich, deswegen bitte da nicht mich als Referenz nehmen. Ich mache jetzt mal off-camera kurz meine Augen fertig, weil wir haben so viele neue Produkte. Ich glaube, das wird sonst zu viel und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt die Palette von Scott Barnes benutzt. Da will ich auch irgendwann mal nochmal ein Video zu machen. Hatte die aber noch gar nicht benutzt und ich denke, ich habe jetzt den wärmsten Look damit geschminkt, den man überhaupt aus der Palette bekommt. Die interessanten Töne befinden sich hier unten. Ich habe mich jetzt eher hier im warmen Bereich aufgehalten, aber ich wollte jetzt einfach mal kurz die Qualität sehen und ich habe auch neue Pinsel benutzt. Da muss man auch immer, hat ja manchmal so eine Lernkurve und zwar hatte ich mir von Beautylish die Serie gekauft. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die in Zusammenarbeit mit Chikorodo ist. Bin ganz begeistert auch von den Formen. Da sind mal so spezielle Formen enthalten. Ich habe mir nicht das komplette Set bestellt, sondern nur so ein paar Pinsel, paar Augenpinsel und einen Gesichtspinsel. Den kann ich auch mal zeigen. Das ist der 02. Der ist hier so abgeschrägt. Der eignet sich richtig gut für Bronzer. Man kann ihn aber auch umdrehen. Einmal so flach. Dann kann man hier auch unter den Augen sehr gut setten. Und also das ist so ein Allrounder, der mir sehr gut gefällt. Und das ist wundervolles Haar. Die sind sehr weich, aber auch die Augenpinsel machen einen super ersten Eindruck, gefallen mir sehr, sehr gut. Also die spürt man nicht auf der Haut und jetzt gerade bei meinen Lidern, die ja doch schon etwas faltig sind, ist es schön, wenn man nicht immer das komplette Lid mit vor und zurück schiebt, sondern da ganz weich mitarbeiten kann. Also wenn man sich mal was gönnen will und dagegen hat, Echthaarpinsel zu verwenden, kann ich das nur empfehlen, die mal auszuprobieren. Sowohl Sonia Chi, Vain Goss, Chikorodo oder jetzt auch die hier von Beautylish sind sehr gut. Jetzt im Moment hat Beautylish irgend so ein Giftcard-Event. Da bekommt man auf 100 € Bestellwert 20 € Gutschein praktisch, den man dann mit der nächsten Bestellung einlösen kann. Das dauert immer so, glaube ich, eine Woche oder so, dann kann man die einlösen. Das lohnt sich, weil gerade Sonia Chi Vain Goss gibt es nur bei Beautylish und es gibt da so gut wie nie Rabatte drauf. Also dieses Giftcard-Event, das findet immer zweimal im Jahr statt, also eigentlich letztes Jahr nur einmal, jetzt zweimal Frühjahr und Herbst. Da lohnen sich so Sachen schon mal, weil so Pinsel sind ja doch eine Investition und da ist ja schön, wenn man zumindest für den nächsten Einkauf und ich glaube, jeder, der so ein bisschen Make-up verrückt ist, wird mit Sicherheit in der Zukunft irgendwas finden, wo er nochmal was einkaufen will und dann bekommt man da halt 20 € gut geschrieben. Das finde ich eine schöne Sache und ich nutze diese Events auch immer, um meiner Pinselleidenschaft zu frönen. Also da, wenn euch das interessiert, sagt mir das gerne. Ich habe hier sehr, sehr viele Pinsel. Da hängt wirklich mein Herz dran. Da kann ich auch gerne mal so ein spezielles Video zu machen. Ich weiß nicht, ob das wirklich interessant ist. Die Palette macht erstmal einen sehr, sehr guten Eindruck. Da wird aber irgendwann mal ein Video zu insgesamt Scott Barnes noch kommen. Und weil wenn ich so volle Videos mache, also ich habe auch gerade noch so ein bisschen Augenbrauengel aufgetragen von Surratt Beauty. Da will ich auch ein komplettes Video zu der Marke Surratt machen. Und dann will ich die Produkte natürlich auch erst ausgiebig getestet haben, um wirklich was zu sagen zu können. Und die Palette, ja, habe ich jetzt das erste Mal benutzt. Was ich noch habe, ist von Gucci ein
Eyeliner oder ein Kajalstift. Den habe ich bei Douglas mitbestellt, 28,99. Kostet da, glaube ich, normal, aber wie gesagt, Douglas gibt es ja immer mal Prozente. Ich wollte ihn einfach mal testen. Ich habe mir daher, den gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe mir so eine schreiende Farbe ausgesucht, so ein hellblau. Das ist die Farbe 06. Der sieht einmal so aus. Das ist so ein Stift, ich glaube, ja, zum Drehen. Das ist so, ja, so ein richtiges Himmelblau. Und die Farbe gefällt mir schon mal gut. Ja, fast so ein bisschen ins Lavendel gehende. Jetzt weiß ich nicht, das passt jetzt natürlich gar nicht zu meinem Look, aber was soll's. Ich gebe mir den mal in die Wasserlinie, mal gucken. Das finde ich steht ganz gut, das gefällt mir auch. Die Farbe ist sehr, sehr schön, habe ich noch überhaupt nicht in meiner Sammlung. Perfekt für den Frühling. Ich bekomme jetzt auch noch mal so eine Palette, die so ein bisschen von den Farben her in die Richtung geht. Da kann ich mir den sehr, sehr gut vorstellen. Ja, und das ist echt, der leuchtet richtig. Ich denke jetzt auf der Wasserlinie, da geht es vom Farbton her. Aber ich glaube, wenn ich den auf die Haut auftrage, ist der ja noch sehr viel kräftiger von der Farbe. Dann habe ich hier von Maybelline die Sky High Mascara. Irgendwie, ich weiß es nicht. Da haben so viele drüber gesprochen und ich habe die, glaube ich, bei Cult Beauty mitbestellt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was die gekostet hat. Was kosten die Mascaras? Zwischen 9 und 14 Euro, glaube ich, immer. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich hatte auch von Maybelline schon sehr gute Mascaras. Deswegen bin ich einfach Opfer gewesen, weil so viele drüber gesprochen haben. Okay, was ganz interessant ist, das Bürstchen ist total biegsam. Das ist so ein Plastikbürsten. Das ist jetzt nicht meine bevorzugte Präferenz. Aber das Bürstchen ist ja total, ja, fast so ein bisschen wabbelig. Soll das so sein? Wahrscheinlich. Ja, ich glaube, mit der Mascara habe ich so ein bisschen eine Lernkurve. Ich weiß gar nicht, wie ich die auftragen soll, weil das Bürstchen nachgibt. Normal blinzel ich immer so durch und ich habe das Gefühl, das Bürstchen geht dann mit nach unten. Ansonsten, ja, jetzt die ersten zwei Mal habe ich jetzt gedacht, das gefällt mir nicht so gut. Aber die trennt die Wimpern schön. Ah, ich weiß gar nicht, ob sie... Ich glaube, sie gibt jetzt nicht so viel Volumen. Hier sieht man jetzt einmal mit und einmal ohne. Ja, find ich erstmal okay. Mach mal die andere Seite. Also jetzt am zweiten Auge ging es schon mal besser. Es ist auf jeden Fall eine tatsächlich spannende Erfahrung, mit diesem Büsschen zu arbeiten. Das gefällt mir dann schon mal, wenn es mal was anderes ist. Das ist echt... Das ist richtig, ja, wabbelig. Sie macht schön lange Wimpern, das muss man sagen. Sie klumpt jetzt auch nicht übermäßig. Ich finde, sie gibt nicht so sehr viel Volumen, aber halt dafür Länge. Sie trennt die Wimpern ganz gut. Da muss ich jetzt noch mal ein bisschen abwarten. Die muss ich öfter benutzen. Oftmals ist es bei mir auch so bei Mascaras, dass ich es mag, wenn die so ein bisschen antrocknen schon und nicht ganz so feucht sind. Das geht jetzt bei der Mascara, die ist jetzt nicht völlig nass, aber ich habe schon das Gefühl, ich bekomme ein bisschen zu viel Produkt gleich auf einmal drauf. Da muss ich aufpassen, aber macht einen guten ersten Eindruck und macht Spaß auf jeden Fall mit ihr zu arbeiten, weil es mal ein ganz anderes Gefühl ist. Das mag ich immer ganz gerne, mal raus aus der Routine und mal was Neues ausprobieren. Jetzt kommen wir, last but not least, zu den Sachen von MAC, die ich mir gekauft habe. Da habe ich mir einmal einen Lippenstift gekauft und zwei Blushes. Und zwar aus der Black Cherry Kollektion. Ich habe das bei Douglas bestellt. 31 Euro kostet da der Blush. Ich muss sagen, wie gesagt, ich bin nicht so der MAC-Fan oder beziehungsweise ich kann gar nichts drüber sagen. Ich habe nicht wirklich was von MAC, außer das MAC Fix Plus und den MAC Paint Pot. Da habe ich auch noch einige hier, die habe ich auch noch nicht ausprobiert. Da hat mich hier die Verpackung so sehr angesprochen. Und zwar habe ich da einmal die Farbe Under My Plum und die Farbe Look Don't Touch. Ja, jetzt muss ich sagen, wenn ich den so ausgepackt habe, wie gesagt, von außen der Karton, das ist ganz süß gemacht. Der sieht auch hier ganz süß aus. Ich weiß gar nicht, ob es in der Kamera, ich glaube in der Kamera, wenn ich das jetzt so sehe hier auf meinem Monitor, dann sieht das fast besser aus als in echt. Ich finde, es ist so ein bisschen so,
Ja, fühlt sich nach sehr billigem Plastik an. Das ist jetzt nichts. Ich bin so ein Haptiker. Also bei mir müssen sich Sachen auch immer gut anfühlen. Das ist jetzt was, wo ich sage, ja, keine Ahnung. Da bekomme ich auch von Catrice oder so genauso gute Verpackung. Das gefällt mir nicht so gut, aber ich will nicht urteilen. Der eine Blush sieht so aus, da ist auch hier kein Spiegel drin. Ich meine, die kosten 31 €. Das ist jetzt auch nicht gerade billig. Und von der Verpackung her bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, weil es die Verpackung war, die es mich hat kaufen lassen. Der ist auch von innen, ich weiß nicht, ob man sieht, also so wäre er gerade und dann sieht man schon, das MAC ist hier nicht gerade, sondern so ein bisschen verdreht. Ja, das ist pinzig. Aber ja, das sind so Sachen, da achte ich drauf. Oder das ist mir irgendwie, ja, ein bisschen wichtig. Die Farbe sieht aber ganz gut aus. Auf dem Finger sieht die so aus. Das ist ein sehr glänzender Blush. Das ist jetzt Under My Plum. Und dann habe ich noch die Farbe Look Don't Touch. Der sieht so aus von innen. Und das ist das obere, ist die Farbe Look Don't Touch. Ich denke, wir probieren beide mal auf dem Gesicht. Vielleicht sind die Produkte ja ziemlich toll. Das ist der Look Don't Touch. Also gibt schon mal richtig viel Farbe ab. Ich klopfe das mal. Ja. Das ist ein richtig pinkiger Ton. Okay, lässt sich gut verarbeiten, lässt sich schön auftragen, hat auf jeden Fall Glanz mit drin. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich hoffe, die Kamera fängt das ein. Also, das ist ein sehr, ja, leuchtender Blush. Ich mag das sehr, sehr gerne. Bei mir dürfen Blushes und auch Bronzer müssen bei mir nicht matt sein. Also aufgetragen finde ich den jetzt sehr, sehr schön. Der gefällt mir richtig gut, lässt sich schön verblenden, ist super pigmentiert, lässt sich aber auch aufbauen. So, jetzt probieren wir noch die Farbe Under My Plum. Mal vorsichtig, das ist so ein dunkles Rot, so ein bärtiger Ton. Okay, den habe ich nicht gut abgeklopft. Dann sieht man direkt den ersten Step, den ich gemacht habe. Deswegen empfehle ich immer so, ich gehe einmal hier drauf und dann erst ins Gesicht. Das ist meine bevorzugte Wahl. Dann hat man nämlich solche Sachen nicht und muss dann ewig rumblenden. Wenn es geht, sie lassen sich ganz gut ausblenden, aber den Schritt kann man sich einfach sparen. Auch eine Farbe, die mir sehr, sehr gut gefällt. Hier vorne habe ich jetzt zu viel einfach drauf. Ja, das war aber jetzt eher User Error. Der gefällt mir auch sehr gut. Okay. Da haben sie mich jetzt wieder ein bisschen eingeholt. Also qualitätsmäßig auf den ersten Eindruck sehr gut. Ich kann nichts zur Haltbarkeit sagen, ob die jetzt recht schnell wieder verfliegen. Lassen sich sehr schön auftragen. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man gerade wenn man so eine helle Haut hat wie ich, dass man nicht zu viel bekommt. Lassen sich aber auch, glaube ich, ganz gut aufbauen. Haben schön Glanz, ohne dass er sehr die Textur hervorhebt. Also zumindest kann ich jetzt nicht erkennen, dass bei mir sehr stark die Textur vorgehoben wäre. Das gefällt mir ganz gut und ich habe hier schon sehr texturierte Haut. Farbenmäßig und vom Auftrag her alles super. Gefällt mir richtig gut. Werde ich auf jeden Fall weiter benutzen. Verpackung bin ich ein bisschen enttäuscht. So von Weitem sehen die gut aus, aber von Nahen, die wirken echt ein bisschen billig, muss ich sagen. Also da hätte ich mir von MAC mehr gewünscht. Und lasst mich gerne wissen, ob Verpackungen von MAC immer so sind. Ob ich mich da einstellen muss und muss dann sagen, okay, ich nehme das hin. Eigentlich bei so Marken, wo es ein bisschen mehr, also schon in High-End Luxury geht und MAC gehört für mich schon in die High-End-Kategorie mit 31 € pro Blush. Wie viel haben wir drin? Made in Italy, 4 Gramm. Ja, also das ist auf jeden Fall ein High-End-Preis. Nicht völlig Luxury, aber doch gutes High-End. Und da erwarte ich ein bisschen bessere Verpackung. Das gefällt mir nicht so gut. Aber das Produkt gefällt mir sehr gut. Was ja eigentlich das Wichtigste ist. Aber ich finde, man bezahlt ja auch immer ein bisschen für die Verpackung. Lippenstift habe ich mir keinen mitgenommen. Ich habe mir einen Lip Balm mitgenommen. Den werde ich einfach öfter tragen. Das ist eine MAC Lippenpflege in der Farbe Floral Coral.
Das ist ein Zungenbrecher. Der hat 3,6 Gramm enthalten, kostet 22,50 Euro und fühlt sich fast schwerer an als der Blush. Okay, da die Verpackung macht mir nichts aus. Das ist ein Lipbalm. Wie gesagt, da erwarte ich jetzt nicht so ganz krasse Verpackung. Und die Verpackung fühlt sich tatsächlich besser an. Der sieht so aus. Ich swatch den mal hier. Man sieht aber schon Lipbalm, da wird man nicht so ganz viel Farbe erkennen. Gucken wir mal. Fühlt sich ganz gut an. Hat einen leichten Geruch, glaube ich. Nichts Übermäßiges. Ich schmecke auch gerade nichts. Gibt ein bisschen Farbe ab, wie ein Lippenbalsam sein soll. Der fühlt sich ganz gut an. Sehr solide, würde ich sagen. Da gefällt mir auch die Verpackung ganz gut. Bei Lipbalm irgendwie rechne ich da jetzt auch nicht mit so mehr. Ja, bei dem Blush irgendwie, ja. Ich hatte was anderes im Kopf und dann ist man manchmal enttäuscht. Ich glaube, wir sind schon durch jetzt mit dem ewig langen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was sagt ihr zu dem Produkt? Ich bin sehr zufrieden mit dem Look, so wie er jetzt rausgekommen ist. Auch, es war jetzt kein Fail dabei. Fühlt sich alles sehr gut an. Meine weitere Meinung lasse ich gerne wissen, wenn ich die Produkte ausgiebig getestet habe. Das war jetzt eine First Impression. Da kann man nicht ganz so viel sagen. Ich mache aber gerne meine Hauls als Try-On, weil ich immer finde, man kann so ein bisschen besser ein Gefühl bekommen für die Produkte, wenn man sie ausprobiert und wenn man sie auch aufgetragen sieht, als wenn man sie jetzt nur praktisch in der Verpackung sieht. So, dann war es das für dieses Video. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Reinschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten Kanal abonnieren, wenn ihr mehr sehen wollt. Ich wünsche euch bis dahin alles, alles Gute. Tschüss!